Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute haben wir einen ganz besonders exklusiven Einblick, nämlich hier im Hotel Neues Tor in Bad Wimpfen. Kurz vor der Eröffnung können wir schon einmal hereinschauen und sehen hier wirklich ein außergewöhnliches Hotelprojekt, das umgesetzt wurde. 2014 ging es los und da wurde, das merkt man auch, viel, viel Liebe ins Detail versessen. Beispielsweise hier immer Leder, Holz, die Scharniere, das zieht sich hier durch das gesamte Hotel und auch ist so eine Art Markenzeichen. 50 Zimmer gibt es insgesamt in diesem Hotel und das befindet sich hier direkt in der Altstadt von Bad Wimpfen. Das heißt also auch wunderschöne Ein- und Ausblicke und die schauen wir uns jetzt mal an, nämlich im Restaurant Staufers. Auf die höchstmögliche Professionalität in der Umsetzung hat man hier natürlich Wert gelegt und dafür steht natürlich auch der Hauptinvestor Klaus Gehrig und das sieht man in allen Bereichen, natürlich auch im Außenbereich, wo im Sommer dann beispielsweise auch ein Barbecue genossen werden kann, aber auch hier im Innern im Restaurant Staufers. Das ist eben nicht nur für die Hotelgäste vorgesehen, sondern auch für ganz normale Tagesgäste, die hier dementsprechend essen möchten. Und überall in Bad Wimpfen, wie sollte es anders sein, gibt es den Blick auf den blauen Turm, denn Bad Wimpfen ist natürlich nicht nur eine Adresse für Geschäftskunden, die hier dementsprechend nächtigen werden, sondern auch für viele, viele Touristen oder beispielsweise auch, wenn jetzt der berühmte Weihnachtsmarkt wieder anfängt. Und wo man dann am besten übernachten kann in diesem Hotel, wenn die ersten Hotelgäste dann am Wochenende erwartet werden, das schauen wir uns jetzt mal an. Zimmer unterschiedlichster Kategorien werden hier angeboten. Wir können mal ein paar Einspielfilme zeigen, zum Beispiel das Komfortzimmer. Und da sieht man natürlich auch, was beispielsweise auch in Sachen Bad und Sanitär alles eingebaut wurde. Alles hier mit einem ganz besonderen Ton, mit einer ganz besonderen Note. Dann gibt es auch hier das sogenannte Turmzimmer. Und das ist schon was ganz Außergewöhnliches, denn hier hat man vom Turmzimmer aus direkt den Blick auf den blauen Turm. Also das könnte man sich als Fototapete gar nicht schöner vorstellen. 100 Gäste insgesamt können hier Platz finden im Hotel Neues Tor und die Nachfrage nach Hotels ist natürlich groß und wird immer größer in der Region. Das merkt man natürlich auch mit den vielen, vielen Highlights, die es mittlerweile gibt, die neu gebaut werden und wo viele Gäste kommen, nicht nur wegen der Bundesgartenschau, nicht nur wegen der Experimenta, bald auch wegen dem großen Klimaprojekthaus des Dietmar Hopp in Sinsheim baut. Also da hat so ein Hotel natürlich auch eine ganz besondere Nische und Zielgruppe, die es abzudecken gilt. Und was es sonst noch zu bieten hat, schauen wir uns jetzt an. Dass Gastronomie an diesem Standort immer schon eine Rolle gespielt hat, das wird hier auch in der Schlotzerstube mit aufgenommen. Das sieht man hier im Hintergrund mit den Bleiglasfenstern, die wurden quasi gerettet und wieder aufbereitet. Die gab es hier früher auch schon. Da kann man auch die Geschichte, die wechselvolle Geschichte von Bad Wimpfen aus den verschiedenen Jahrhunderten noch einmal nacherleben, nachempfinden. Und das ist dann sozusagen auch ein gutbürgerliches, rustikales Lokal, ganz bewusst auch für alle Gäste, deswegen mit eigenem Zugang und mit einem gastronomischen Angebot, das dann, wie gesagt, vom Zwiebelhorstbraten bis zu den Kässpätzle auch die Region etwas mit aufnimmt. Und nicht nur das wurde ganz außergewöhnlich gestaltet, auch etwas Besonderes ist die Tiefgarage, denn Parkplätze sind natürlich immer ein Thema bei einem Hotel und hier gibt es auch eine außergewöhnliche Tiefgarage. Können wir ein paar Schnittbilder zeigen mit einer eigenen Fototapete, auch nochmal von Bad Wimpfen, wo die Historie aufgenommen ist, und mit einem eigenen Aufzug für die Fahrzeuge. Ja, apropos Aufzug, bevor wir jetzt einen Schluck trinken, fahren wir mit dem Aufzug einen Stock nach unten. Da gibt es dann noch eine Schatzkammer zu entdecken. Vergangenheit und Gegenwart hat man auch hier im Untergeschoss in der Brunnenstube miteinander verbinden können. Das hier sind noch die alten Brauer, die es hier zu Vorzeiten mal gab. Und hier kann man natürlich Veranstaltungen machen, Festivitäten machen. Man kann eine Weinprobe durchführen. Es gibt auch Kochkurse unten und natürlich auch diesen begehbaren Weinkeller. Also das ist nochmal etwas ganz Außergewöhnliches, wo dann natürlich auch gewisse Events und Veranstaltungen stattfinden können. Und das natürlich bei einem guten Glas Wein. Und da kann man ja über manches reden und sprechen. Auch das, was in unserer Region gerade so im Augenblick heiß diskutiert wird, wird ja nicht nur hier gebaut. Da bei unserer großen Veranstaltung Sport und Wirtschaft ging es ja auch darum, wann gibt es eine neue Halle in Heilbronn, eine Sporthalle. Da gab es auch interessante Informationen. Und zum Thema Sponsoring, nämlich wie wichtig es ist, dass es Gönner gibt, die sowohl Kultur, Bildung,
als auch den Sport unterstützen. Und natürlich auch Investoren, die so etwas möglich machen in einem Ort wie Bad Wimpfen. Und Bad Wimpfen hat ja viele Highlights zu bieten. Das neue Hotel, das Hotel Neues Tor, gehört mit Sicherheit dazu. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.